Hi, ich bin Sandra, ich bin unter Beauty Hairs and Styles unterwegs und wir sind heute in Hamburg, mein erstes YouTube-Video und ich habe hier heute gleich zwei Gewinnerinnen von meinem Gewinnspiel dabei. Das wird richtig gut. Im Lisseur-Shop sind wir und wir werden uns ein paar Looks aussuchen. Let's go! Ja, danke, dass ich da sein darf. Willst du erstmal reinkommen? Ja, erstmal ankommen. Okay, ja. Dann los. Aber ich bin ganz gespannt, welche Looks du gut finden wirst. Und wir können ja auch gleich loslegen, oder? Ich bin total gespannt, was es hier alles so gibt, ja. Dann los. Ja, wollen wir einfach vorne loslegen? Schwarz, sehe ich schon, magst du sehr? Ja, gar nicht. Willst du heute was ein bisschen mit Farbe haben, auch im Herbst? Gerne. Hast du dir irgendwas vorgestellt, so ein... Vorher? Ja, ich habe versucht, mich gar nicht so festzulegen, damit ich mich auch ein bisschen beraten lassen kann und nicht immer so diese eigenen Sachen, die man immer kauft, ja. Mache. Farbe ist, ich bin auch offen für Farbe, alles. Ja, okay. Ich mag gerne Kleider, wie man sieht. Und ich sehe schon den Knoten, den habe ich extra. Aber habe ich von dir, das muss man sagen. Ja, das sagt mir schon, das ist ein Gamechanger. Okay. Aber also ich bin total offen. Wir können aber Kleid, Hose? Was sind die so? Oder wollen wir zwei verschiedene Looks raussuchen? Ja. Einmal ja. Vielleicht was mit Hose und einmal was. Ja, sehr gerne. Rock oder Kleid. Bei Hosen bin ich immer ein bisschen überfragt, weil ich ein bisschen Probleme mit meinem Bauch habe und deswegen bin ich bei Hosen. Kann man ja gut sein. Also lass uns zwei Looks raussuchen und dann können wir einfach zum Schluss entscheiden, worin du dich einfach besser fühlst, oder? Ja, sehr gerne. Shawty, you got me in love. 2020 vision, I can see it from above. No way, this is lust, baby, this is trust. This is us, I can see you falling. I could be your crush, you my crush. Never taking L's, we just taking dubs. Only is, never was, cause you bad like that. 22's all in my whip, cause girl, I'm bad like that. I'm on the road taking these trips, but you know I'll be back. Cause you know you got me today, tomorrow, and every day after that. Whoa, whoa, finally found the one that's so, so. Like sitting in the sun. Okay. Wir haben ein paar Sachen rausgesucht, von bunt bis schwarz und ich bin jetzt gespannt, wir fangen am besten an, mal zu gucken, zu welchen Teilen du tendierst. Ich bin auch gespannt, ob es mir steht, ja. Und los geht's. Okay, wir halten das zusammen. Das zusammen, willst du das jetzt erstes? Das ist mein Favorit. Ja? Ja. Okay, dann haben wir schon mal das. Und Hosenlook, ja oder nein? Oder eher... Das ist Kombi. Richtig mit Farbe. Oder vielleicht sowas. Wollte ich ihn überfragen. Das ist alles so schön. Ich glaube trotzdem Jeans. Ja? Ja. Okay. Mal gucken, ob das Orange was für mich ist. Wir gucken. Ja? Ja. Okay, dann haben wir erstmal zwei Looks. Let's go. Denn so, wir haben jetzt zwei Looks. Total unterschiedlich. Du bist jetzt von unten kleine Kabine. Sieh mal alles. Genau, ab in die Zauberkugel. Das ist schon cool, ne? Ja, ich glaube. Aber irgendwas fehlt hier noch. Ich schau mal nach dem Gürtel, ob wir das so ein bisschen reinkroppen. Ja, sehr gerne. Ja? Mal am besten. Okay. Ich glaube. Also du siehst Bombe aus. Dreh dich mal um und lass mal wirken. Ich geh mal aus dem Bild. Oh ja, super. Oh, ich lieb's. Oh, das sieht schön aus. Wie fühlst du dich? Richtig gut. Ja? Ja. Das ist super. Ja, das hat was, ne? Das ist so ein Sommerkleid. Ja, man kann es vor allem im Sommer anziehen und im Winter. Das ist perfekt. Ja, das ist so ein Allround-Kleid, genau. Das ganze Jahr. Und ich liebe das auch so an Kleidern. Ach, das ist schön. Ja. Und ich kann das sogar im Büro anziehen, aber auch so, also das ist einfach perfekt. Ja. Ja. Und Schuhe lassen wir oder was hattest du jetzt noch mit? Boots? Ich hatte etwas höhere Schieferletten. Die sind vielleicht sogar noch ganz etwas schöner. Ja? Das können wir ja leider nochmal gucken. Aber so hätten wir jetzt erstmal schon den ersten Look, oder? Mhm. Dann lass uns jetzt mal den zweiten testen. Ich bin gespannt. Okay. Super. Okay, das ist der Jeans-Look.
Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen was aufpimpen. Der Pulli ist mir zu basic mit der Jeans. Warte mal, ich hole mal schnell was. Ich habe da vorhin so eine Bluse gesehen. Ich glaube, dass du die vielleicht unter den Pulli noch ziehst. Ja. Und dann schauen wir nochmal. Ja, ja? Okay, zeig dich. Ja, das sieht schon anders aus. Das sieht schon cool aus. Das gefällt mir. Wenn du das sagst. Ich sehe ja noch nichts. Das gefällt mir gut. Ich sehe nur orange. Das gefällt mir wirklich gut. Achso, ja. Also so gefällt es mir viel besser. Aber jetzt schau dich erstmal an und sag, was du davon hältst. Okay, dein Moment. Wow. Orange. Ist es sonst deine Farbe oder eher nicht? Sagen wir mal so, ich habe noch nie etwas Orangenes angehabt, glaube ich. Ja. Es sieht cool aus. Und wenn wir zum Beispiel einen Pullover in Schwarz, würdest du dich denn, wäre es ein anderer? Vielleicht besser, ja. Was ist denn, wenn wir zu der Bluse, dass wir vielleicht bei Farbe bleiben? Ja. Pulli aus und die Jacke drüber. Mhm. Tada! Ganz anders. Okay. Guck dich an, guck dich an. Oh ja, besser. Das ist viel, viel besser als das Orange. Also Blau ist einfach deine Farbe, oder? Ja, Orange war super knallig, ist ja auch eine knallige Farbe, aber Blau ist echt viel schöner. Doch, das gefällt mir total gut. Und endlich mein Jeans-Look. Ja, endlich meine Jeans, ja. Sie sitzt auch wirklich Bombe. Und die Bluse? Die ist auch super bequem, ne? Ja, also, und die Bluse dazu, ein bisschen länger geschnitten, genau deins. Ja, das mache ich richtig gut. So, jetzt kommt die Frage aller Fragen, glaube ich. Hast du dich für einen Look entschieden? Mhm. Ja? Mhm. Jetzt sind wir kurz vor der Entscheidung. Mhm. Am besten, du gehst in die Umkleidekabine und überraschst mich mal mit deinem Favoritenlook. Das mache ich. Ja? Bis klar. Okay, bis gleich. Also dein Favorit? Mhm. Ganz klar. Komm ruhig nach vorne, komm nach vorne, komm nach vorne, komm, wir drehen uns. Das war lieber auf dem ersten Blick, oder? Ja. Ja, das steht dir super einfach nicht. Ich hätte mich geärgert, wenn ich nach Hause gefahren wäre. Da hätte ich gedacht, das ist Kleid. Ja? Ja. Ach, cool. Ja, das sieht wirklich Bombe aus. Und da sieht man mal wieder, das Kleid hat Muster. Man soll auch mal Muster tragen, egal welche Größe man hat. Mhm. Ne? Ja. Auch wenn es oben um schwarz ist, aber unten ist es hell, ist es Muster. Es sieht einfach nur geil aus. Du strahlst richtig. Ja, ich finde es super, wirklich. Das ist mein neues Lieblingsoutfit. Yay! Ich habe auch noch ein, zwei Sachen, dann könnten wir den Look noch mal ein bisschen vervollständigen. Mhm. Warte mal, ich komme gleich wieder. Dreh dich um. Yay! Das sieht super aus. Ja? Ja. Ja. Ich kann selber noch mal ein bisschen rumzuppeln. Meistens hat man ein eigenes Gefühl. Ach super, ich liebe es. So, dann können wir jetzt los, ne? Das sieht echt Bombe aus. Ja. Ich freue mich richtig. Also, Dankeschön. Ey, wirklich, ja. Wirklich, Dankeschön. Sieht echt, ey, wirklich. Siehst, ich finde es auch super. Ich fühle mich richtig gut. Ja, das ist mir auch gemein. Oh, cool. Sowieso, ja, wirklich danke. Ne? Weil das, was du bei Instagram machst, ist wirklich so wichtig für alle Frauen, die ein bisschen mehr wiegen. Weil wenn man sowas nicht hat, dann würde ich mal überlegen, als ich 16 war, da gab es solche Menschen nicht. Oder die haben sich alle versteckt. Und wäre ich jetzt 16, ich würde ein ganz anderes Körpergefühl haben. Oh Gott. Ja, das war auch wirklich. Das war nicht ernst. Das war nicht wirklich ernst. Oh wow. Oh, danke. So, ey, wirklich. Danke, auch für die Worte. Und da sieht man mal auch, dass Kleidung einen so viel Selbstbewusstsein geben kann. Ne? Also ich weiß, alle sagen, es kommt von innen und klar ist da der Anfang. Aber manchmal braucht man auch einfach nur mal so einen coolen Look. Wenn man rausgeht, tolles Selbstbewusstsein ausstrahlt, mal auch vielleicht mal ein Kompliment bekommt und sich denkt, ja genau, so eine Sachen, so ein Kleidungsstil, den will ich einfach immer tragen. Und so hat das bei mir nämlich auch angefangen. Und ich finde das so toll zu sehen, einfach, was du ausstrahlst. Weißt du, vorher schon und jetzt noch mal eine Schippe mehr irgendwie. Ja, danke. Ich hoffe, euch hat mein erstes Video hier gefallen mit der Jenny und schaut euch gerne den nächsten Part mit Chrissy an. Ich freue mich auf euch. Bis dann!